Hallo! Schön, dass ihr da seid, wenn wir jetzt den Abschlussgottesdienst der KiBiWo dieses Jahr feiern. Ihr da draußen und wir heute mal zu zweit hier vorm Jugendzentrum oder gleich auch im Jugendzentrum und ums Jugendzentrum herum. Heute sind wir zu zweit, die Aline Seidel, unsere Vikarin, ist mit dabei, aber da kommen gleich noch viel mehr Leute dazu. Da will ich aber noch nicht zu viel verraten. Von mir auch. Hallo liebe Kinder, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Alle werden satt. Einmal wollte Jesus mit seinen Jüngern ganz allein sein. Er stieg in ein Boot und fuhr mit ihnen über den großen See zum anderen Ufer, wo es keine Häuser und keine Menschen gab, nur einsame Berge. Aber die Leute hatten gesehen, wohin Jesus fuhr. Sie liefen ihm voraus, um den See herum. Als Jesus ans andere Ufer kam, standen sie schon da und warteten auf ihn. Viele tausend Menschen waren es und immer mehr kamen dazu. Als Jesus sie sah, Frauen und Männer, Alte und Junge, Gesunde und Kranke, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sollte er sagen, geht nach Hause, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Nein. Er spürte, sie brauchten ihn alle. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da ging er zu ihnen hin, heilte die Kranken, tröstete die Traurigen und erzählte ihnen von Gott, der alle Menschen lieb hat. Darüber wurde es Abend. Die Sonne ging schon bald unter. Aber immer noch standen die Menschen bei Jesus und hörten ihm zu. Da kamen die Jünger zu Jesus und sagten, die Leute haben Hunger, es ist schon spät, bald wird es Nacht und hier ist es einsam. Schick sie endlich nach Hause, dann können sie sich unterwegs noch etwas Brot kaufen. Aber Jesus sprach, gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger sahen Jesus erstaunt an. Sollen wir denn weggehen und Brot kaufen für so viele Menschen? Mindestens 200 Silberstücke müssten wir dafür bezahlen und es würde trotzdem noch lange nicht reichen. Wie viel Brot habt ihr hier? Fragte Jesus seine Jünger. Fragt einmal nach und sagt mir Bescheid. Da machten sich die Jünger auf die Suche nach Brot. Bald kamen sie zurück und meldeten Jesus, wir haben einen Jungen gefunden, der hat 5 Brote und 2 Fische. Aber das sind 5 Brote und 2 Fische für so viele Menschen. Bringt das Brot und die Fische zu mir, befahl Jesus. Und sagt allen, sie sollen sich setzen. Da setzten sich alle in Gruppen ins Gras, immer 50 oder 100 zusammen. Fast sah es so aus, als ob sie sich um einen gedeckten Tisch setzten. Da nahm Jesus das Brot, schaute auf zum Himmel, dankte Gott, brach es und gab es den Jüngern. Die teilten das Brot aus und auch die Fische. Immer mehr Brot und immer mehr Fisch teilten sie aus an alle. Männer, Frauen und Kinder, alle aßen und wurden satt, ja mehr als satt. Damals sammelten die Jünger auf, was übrig geblieben war. 12 volle Körbe! Nur 5 Brote und 2 Fische waren es gewesen, aber Jesus hatte mehr als 5000 Menschen satt gemacht. Als die Leute das sahen, riefen sie begeistert, Jesus ist wirklich der Retter, auf den wir warten. Auf, wir wollen ihn zu unserem König machen. Dann wird er uns immer Brot geben, so viel wir wollen. Und sie umringten Jesus und wollten ihn festhalten. Aber Jesus ließ es nicht zu. Er ließ die Leute einfach stehen und zog sich zurück auf einen einsamen Berg. Dort kniete er nieder und sprach mit seinem Vater im Himmel, er ganz allein. So, jetzt wollen wir noch zusammen singen. Deswegen haben wir die Gitarre dabei. Und ihr dürft mitsingen und ihr dürft noch was machen. Wir machen nämlich Bewegungen. Ich mache die Bewegungen zu dem Lied und ihr dürft mitmachen. Euch sieht ja keiner dabei, also keine Angst. Die ganze Welt in seiner Hand, er hält die ganze Welt in seiner Hand.
ganze Welt in seiner Hand. Gott hält die Welt in seiner Hand. Das winzig kleine Baby in seiner Hand, er hält das winzig kleine Baby in seiner Hand, er hält das winzig kleine Baby in seiner Hand. Gott hält die Welt in Gott. Vielen Kindern geht es zurzeit nicht gut. Besonders leiden die Kinder, die auf der Flucht vor Krieg und Not auf den griechischen Inseln gestrandet sind. Bitte schenk den zuständigen Politikern Einsicht, dass sie sich um diese Kinder kümmern müssen, und ein weites Herz, dass sie sich auch wirklich um diese Kinder kümmern wollen. Hilf du ihnen zu einer neuen Heimat, dass sie endlich ankommen können und keine Angst mehr haben müssen. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, du siehst die Schwierigkeiten, die die Krise mit sich bringt. Du siehst die Alten und die Kranken, die sich Sorgen machen oder leiden. Du siehst die kleinen Betriebe, die kurz vor der Insolvenz stehen. Du siehst die Menschen, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Hilf ihnen, damit sie gesund werden, damit sie ihre Geschäfte behalten können und damit sie in eine sichere Zukunft blicken können. Deshalb rufen wir gemeinsam, wir bitten dich, erhöre uns. Die ganze Welt in seiner Hand, er hält die ganze Welt. In seiner Hand, er hält die ganze Welt. In seiner Hand.